Die Hütte wird voll, die Stimmung heiß. Na klar, der Meister kommt nach Augsburg. Der FCA spielt am Samstag in der WWK-Arena, allerdings noch gegen den alten deutschen Meister. Geht es nach den Jungs von Manuel Baum, hat sich das nach dem Spiel noch nicht geändert. Wichtig ist natürlich auch für uns, dass wir möglichst verhindern, dass die Bayern hier die Meisterschaft feiern, weil das will keiner von uns, dass unser Stadion zum Partyhaus wird und wo wir nicht die Hauptbeteiligten sind. Und deswegen wird es schon wichtig werden, dass wir da punkten und gewinnen können. Auch wenn sich der FC Bayern bereits auf der Zielgeraden befindet, wissen die Münchner auch, dass der FCA eine große Hürde darstellen wird. Ich weiß, dass FCA eine sehr gute Saison spielt. Sie haben 36 Pluspunkte. Manuel Baum hat immer einen guten Matchplan. Er hat überragende Arbeit geleistet und so wird das sicher morgen ähnlich sein. Die FCA-Fans glauben an ihr Team. Die Unterstützung beim Training war riesig. Pünktlich fit geworden ist für das bayerische Topspiel FCA-Stürmer Alfred Finnbogason. Ja, er fühlt sich super, 100% fit, sehr erfreulich, dass er jetzt wieder mit dabei ist. Ich will da bei ihm überhaupt gar keine Gefahr eingehen, aber so wie man es heute geschildert hat, brennt er lichterloh, dass er wieder ran darf. Und sein Sturmpartner hat bei der Partie wieder seinen ganz speziellen Glücksbringer dabei. Meine Haare sind Gott sei Dank wieder so lang, dass ich das Stirnband nehmen kann. Und jetzt habe ich mir schon überlegt, ob ich mir sie vielleicht schneide, weil ich jetzt nicht mehr die Mütze beim Training aufziehen kann. Aber es geht auch mit den trockenen Haaren ganz gut. Die wirklich wichtigen Fragen wären also bereits geklärt. Doch Spaß beiseite. Trotz der klar verteilten Rollenverhältnisse wird sich der FCA am Samstag nicht verstecken und mit 120% Motivation in die Partie gehen. Bayern hofft auf ihren nächsten Meistertitel. Das heißt, da kommen sicherlich auch noch ein paar Fans mit. Wir wollen nach 3 verlorenen Heimspielen mal wieder ein Heimspiel gewinnen. Von dem her, glaube ich, wird es ein rundum schöner Samstagnachmittag. Ein bisschen den großen Nachbarn ärgern. Das würde am Samstag doch ganz besonders Spaß machen. Auf geht's, Männer!